Willkommen zu Part 0 des Projektes Europa Barbarorum 2 von Medieval 2 Total War, dem Mod, der alles ein bisschen realistisch macht, was momentan mit Rome 2 Total War nicht ganz so realistisch gemacht wird. Und ja, ich möchte von euch wissen, ja, wie soll ich es denn spielen, dieses Projekt, dieser Mod, und ja, welches Volk und ja, wie denn. Also dieses Video basiert auf die Grundlage, da dürft ihr hinschreiben, kannst du mal bitte ja dieses Volk machen, wenn du einige Zeit dieses Volk genommen hast und so, weil mir interessiert das Volk da zum Beispiel besser als das. Also dürft ihr gerne einfach mal schreiben, wenn es euch halt nicht so gefällt, schreibt ihr, ja, gefällt ein anderes Volk besser oder so. Und so lebt halt das Projekt bei mir, weil ich möchte sehr interaktiv mit euch sein, weil ich möchte, dass euch gefällt. Für mich, ja, ich brauche nicht unbedingt alles, das, was mir gefällt, und deshalb möchte ich es mit euch teilen. Und ja, ich zeige euch mal die Völker und so im ersten Part, weil jetzt kann ich gerade keine, also ich kann nur zwischen den zwei wählen, sonst muss ich das Spiel wieder beenden und wieder starten, und es geht leider bei mir ein bisschen länger, weil es irgendwie ein bisschen bug ist. Und ja, entweder kann ich das nehmen oder das nehmen. Ich werde jetzt meine eigene Schlacht nehmen, weil im ersten Part ich dann die große Kampagne nehme. Und hier kann man nämlich noch die Epoche wählen, da müsst ihr schauen. Alle am besten. Dann habt ihr auch alle Sachen. Und ich zeige euch jetzt die Völker und erkläre so, was die Völker so können. So. Und eben, wenn niemand etwas postet oder so, macht es mir auch nichts aus. Ich bin halt noch ein relativ kleiner Let's Player oder YouTuber und habe dann natürlich noch nicht alle, die mir irgendwas, ja, halt irgendwas sich wünschen wollen oder so etwas. Und ja, also das sind die Römer mit dem roten Wappen und dem Adler mit dem Kringel noch. Und ja, wie ihr die Römer kennt, sind sie eigentlich von dieser Epoche, dem späten Mittelalter, das späten Antike, sorry, das fortgeschrittlichste Volk. Dafür haben sie auch die teureren Einheiten und so weiter. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass Rom einfach alles platt machen kann, ohne Probleme, nichts. Es ist nicht so. Ich habe recht große Probleme auch gehabt mit ihnen. Wie allgemein, es ist sehr schwer gemacht, dieser Mod. Und deshalb hat man nicht immer, ja, alles, ja, muss man wieder neu laden oder hat einfach Fails und so. Und ich habe einfach nicht so gerne Fails, weil ich relativ gut spielen will und alles Mögliche, und ich auch gut ein gutes Vorbild sein will und so weiter. Und ja, also Rom hat so die, wie sagt man denn, hat Kodoskin, und dann hat die Trierie, die Hasbat, wie heißen die schon wieder? Die Weißen, wo sind die Weißen? Da. Nein, das sind hellenische. Da sind sie. Hastati, genau. Jo, zum Beispiel Bogenschützen. Also die Bogenschützen, kann ich euch schon sagen, die sind extrem schwach in diesem Mod. Die sind realistisch gehalten, die durchbohren nicht mehr so gut Rüstungen, haben nicht mehr so viel Angriff und ja, sind dafür besser gegen andere Bogenschützen zum Beispiel. Also Taktik ist natürlich auch sehr gut drin. So, dann haben wir hier die Hellenion. Das sind die Griechen, die ihr als Griechen nennt. Kennt. Die haben natürlich eher so Speereinheiten und auch gute kretanische Bogenschützen. Wo sind die Kreta Bogenschützen? Das sind nämlich die besten von ganzen Zeitalter. Und wie ihr seht, sind die meisten Einheiten hier drin auch Söldner. Also wahrscheinlich habt ihr dann die Elefanten nur im elefantenreichen Gebiet, wo es die Elefanten halt gibt, und sonst nirgends.
Also, ich kann euch leider nicht so gut erklären, die Einheiten, weil ich sie auch noch nicht kenne. Der Mod ist für mich genauso neu wie bei euch wahrscheinlich. Und ja, jetzt haben wir hier die Carthadasts und das sind wahrscheinlich die Karthager, genau. Das sind die Karthager und da kommt ja der, wie heißt er jetzt schon wieder? Der berühmte Römer da kommt aus diesem Reich und die haben auch so, ja, ist ein Wüstenvolk, kommt aus Nordafrika und hat relativ viele Speer- und Reitereinheiten, ja. Aber wahrscheinlich kennt ihr das von Rom 1 und 2. Einfach ist das natürlich in ultra-realistisch, oder? Also ultra-realistisch jetzt. Also viel realistischer als Rom 1 und 2 zu sein. So. Und dann haben wir hier die Seleukiden. Wie heißen sie auf Deutsch schon wieder? Seleukiden heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Das sind so die Türken. Sozusagen. Die Ur-Ur-Ur-Türken. Ist auch ein relativ Wüstenvolk. Ja. Nein, eher ein hellenisches, also eher ein griechisches Volk, glaube ich, ja. Und ja. Da kann ich leider nicht so viel erzählen, außer dass sie natürlich sehr fortgeschritten sind. Und ja, Reiter haben gute. Aber die besten Reiter, die zeige ich dann euch, wer die besten Reiter hat. Dann haben wir hier die Mazedonier. Da kennt ihr hoffentlich. Und die haben auch so Speereinheiten. Leider nicht so ganz ausgewogen, aber ja. Hier haben sie zum Beispiel auch Schwertkämpfer, Bogenschützen haben sie auch, Reiter haben sie auch. Jo, dann haben wir hier die Ägypter. Die Ägypter, ja, im Wüstenvolk viele Bogenschützen, Speerträger, aber auch Reiter, sehr ausgewogen dieses Volk. Aber schwieriger Start, weil sie sehr viele Ländereien haben, viele Städte und so, und da muss man schon von Anfang an sich richtig einarbeiten. Und ja, machen wir weiter. Hier sind die Epiros, die kämpfen am Anfang gegen die Römer, haben es also sehr, sehr schwer schon am Anfang und haben auch nicht so die Einheiten. Ich weiß es nicht, also wenn ihr mir die empfehlen könnt, könnt ihr mir die gerne empfehlen, aber ich weiß nicht, ob ich dann fehlen werde. Und die Baktrianer. Baktrianer von Baktrien. Und jetzt fragt mich bitte nicht, wo Baktrien ist. Aber das müsste irgendwie auch in Türkei sein oder so. Wie sehen die dann aus? Sehr römisch. Baktria. Ich weiß es nicht mehr. Sorry. Aber das werde ich natürlich im ersten Part dann nachschauen. So, dann haben wir Team 4 ist Baktria. Ab Baktria. Baktria ist hier. So. Die nächsten Einheiten. Ich hoffe, der Part wird nicht zu lang, wenn ich so rede. Jetzt gibt es noch einen zweiten Null-Part. Gut. So, dann haben wir hier die Hayestan. Das müsste auch östlich sein, so Türkei ungefähr, rechts von Türkei, ja, im Osttürkei. Die haben, ja, wie ihr seht, auch relativ ein gutes, ja, abwechslungsreiches Kampfteam, Kampfkämpfer und, ist wahrscheinlich auch ein Wüstenvolk, ja, Wüstengriech, es gibt so Mischvölker auch. Und dann die Arurnoi, das sind so die mitteleuropäischen Barbaren. Die haben, ja, barbarisch alles nicht so
umfangreich bei den, Städten, Gebäuden und so. Sind dafür günstig. Iberian, also Iberian ist Spanisch, aber die kommen nicht aus Spanien, die sind, Söldner. Ja, ist eigentlich gefällt. Weiter. Und jetzt kommt Pontos, weil ich liebe die Pontos. Also, ja, ich will es jetzt zwar nicht unbedingt spielen, aber wenn ihr sie natürlich auch wollt, klar. Wegen. Ich hoffe, die kann man bald bauen. Wo sind sie? Nein, das sind nicht sie. Die sind aber ehrlich. Karthagische Elite-Kalorie. Recht cool. Aber ich suche die anderen Pferdchen. Die Schnuckelchen. Die ganz, ganz dicken Panzer. Hallo? Kataphrakte. Wo seid ihr jetzt? Ich hoffe, ihr seid hier. Sonst muss ich nämlich auf die frühe oder späte Epoche umwechseln. Da sind sie, Fartian Kataphrakts. Inspirieren Gruppen in der Nähe. Also viele Einheiten inspirieren die Truppen, machen, dass sie weniger schnell fliehen, glaube ich. Wenn es das überhaupt stimmt. Und vor allem wahrscheinlich auch, dass sie ein bisschen besser kämpfen oder eben furchtlos kämpfen. Ja, und sonst leider ein bisschen schwere Position in Türkei. Also in Türkei sind relativ viele Völker. Und da hat man meistens schon am Anfang richtig viel Krieg. So, jetzt kommen wir zu den Britannien. Die habe ich schon im Vorstellungsvideo vom Mod, was unten verlinkt ist im Video. Also in der Beschreibung ist das Video verlinkt. Die Britannier sind so das abgeschiedene Volk auf der britischen Halbinsel, das aber relativ starke Rebellen hat dort. Aber, ja, halt das Kampfvolk ist so, das gerne Krieg sucht, aber dafür nicht so in Städten, also wahrscheinlich Geld nicht so gut kommen dann später. Dafür sind die Einheiten günstig. Und was mir aufgefallen ist, die haben noch relativ gute Einheiten zu Beginn, wo halt in Überzahl sind und relativ gut auf schwere Truppen besiegen können. So, dann kommen wir zu Pallava. Und jetzt habe ich wieder ein Problem, ich weiß nicht, wo es ist. Es steht nämlich nirgends. Tja, das müsste auch irgendwo östlich sein, ja, Kataphrakte. Das müsste irgendwo auch in der Nähe sein, die haben auch Kataphrakte, ist also so wie Pontus. Und ja, sieht eigentlich relativ gut aus. Gut, machen wir ein bisschen schneller. Die Gallier, Aedui, hier genannt. Gallier, was kann ich groß sagen? Asterix und Obelix. Scheinbar hier nicht dabei, aber ja, auch barbarisch wie die den Briten. Oh, da ist noch eins. Nein. So, jetzt kommen wir zu den Svebos. Scheinbar sind die Svebos die Germanen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, germanische Early Heavy Infanterie, also frühe schwere Infanterie, das ist natürlich Deutschland. Okay, machen wir weiter. Nach den Deutschen kommen, also nach den Germanen kommen die Getai, Shabawakavum, Sakaruka. Jetzt kommen eher die östlichen. Saurons Reich. Scherz. Seite. So. Dann haben wir dann noch vier. Das wird lange. So, also jetzt kommen die Getai. Das sind wahrscheinlich die Spanier. Oder etwas östliches. Das sieht eher so hellenisch. Keine Ahnung. Iranisch. Ja, das könnte östlich sein, ja. Aber ja, wann kommen dann die Spanier? Es gibt zwei spanische Völker.
die Mamlami Masilim. Die sind auch östlich wahrscheinlich. Puh. Also sie ist relativ weit nach Osten. Die Kampagnenkarte ist relativ weit nach Osten. Ich kann leider nicht so viel über die Völker sagen. Also ich zeige mal durch, wie die Einheiten so aussehen und was sie so anhaben, also was für Waffen. Dacisches, okay. Das ist Rumänien. Dann ist Savuvakum, das ist sehr, es wie Vampire, wie Dracula. Britisch, German, Hellenic, Indisch, Ägyptisch, also alles Mögliche. Puh. Also die Sabau. Weiß ich nicht. Pergamon, das ist ein westtürkisches, glaube ich, Reich. Pergamon, Südwest, so Richtung Rhodos unten. Einfach auf der Halbinsel von Türkei. Und sie bieten auch hellenische Einheiten mit den Spartager, Phalanx, Pikonieren und Kreta-Sachen. Die können relativ gut Kreta. Müssen auf die Ägypter aufpassen, auf die Griechen. Aber können relativ gut Kreta. Ich hoffe, sie sind dabei, die Kreta, weil ich sie eigentlich noch nicht so gut denke. Und so die nackten Fanatiker. Also die sind eher so für die Barbaren. Oder wenn man mit diesem Reich schon bei den Barbaren ist. Aber die sind so richtig cool. Die gab es früher wirklich, also viele, viele Einheiten, die nicht realistisch waren, sind auch rausgenommen worden, also ja. Sakaruko, da kommen wir jetzt zu den indischen Völkern, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist das, was ich ja vorgestellt habe im Vorstellungsvideo. Dann kommen die Takashila, das sind auch scheinbar irgendwas Östliches. Also es ist viel komplizierter als Rom 1 und 2. Da habt ihr etwas zu sehen. Und auch etwas zu lernen. Wenn ihr interessiert bin natürlich. So, Saromatae. Ich kenne es auch nicht. Aber das ist so Mitte, das ist so alemannisch. Armenisch, glaube ich. So ungefähr. Also es ist... Ich kann nicht viel sagen, noch nicht so viel. Da müssen wir gemeinsam alles lernen. Lugiones, das ist so polnisch? Tschechisch, so ungefähr. Auch ein barbarisches Volk scheinbar. Mit ihren Treatments. Wie heißt es? Stammesbrüder, also Stammesmänner, glaube ich. Also. Ah, die haben recht viel Bogenschützen. Aber das sind auch eher Söldner. Persische. Die sind geil, persische. Archer, aber die sind auch zwei, also viele haben nur zwei Fernkampfangriffe und die die Speerträger haben 9 und das ist auch weniger, glaube ich, oder ist das sogar mehr als im Hauptspiel. So, dann haben wir noch 4 und dann können wir noch ein bisschen vorbereiten. Bisschen diskutieren, bis wir dann im ersten Part beginnen. Das sind die Bosporus. Also Bosporus ist ja diese kleine dreieckige Insel unterhalb von Russland. Was ist das? Was ist das anders? Weiß ich jetzt nicht. Nein, das sind doch die, oder? Einfach das Schwarze Meer, diese Insel da, die komische. Kann auch irgendwas südlich sein, weiß es nicht genau. Ja, die haben. Die haben.
Reiter hier. Viele Reiter. Okay. In Russland oben sind auch noch ein paar. Also wahrscheinlich sind auch ein paar, die ich vergessen habe, in Russland oben nicht kenne und so. Mamla Bimasilim. Das tönt türkisch. Also türkisch, alttürk, also alt, weiß nicht was. Schade, dass hier die Balken zu groß sind. Sieht man nicht alles. Indianer. Garamantin Infanterie. Okay. Ja. Also eben, ihr dürft wünschen. Und egal welches Reich. Ich kann alles annehmen. Einfach bitte nicht jetzt, ist sehr schwer. Also manche sind richtig schwer, da muss ich dann auch gut schauen. Also wenn ich sage schwer, dann meine ich richtig schwer. Also es ist Wahnsinn. Bis man da an Geld kommt, dann hat man schon irgendwie 20, 30 Runden vorbei. Da kann man die erste Einheit bauen und dann wird man schon überrumpelt. Es ist Wahnsinn. Jo, hier haben wir die Arekoi. Ariakoi. Und scheinbar sind das die Spanier. Also, es fehlen Spanier. Ich weiß nicht, welche die zwei Spanier sind. Ich glaube, eins von denen ist Spanisch. Und ja, was haben die Spanier? Barbarisch und Römisch zusammen irgendwie ein bisschen. Kann ich euch leider nicht genau sagen. Ja, dann wäre wieder Pergamon. Haben wir noch irgendwo eins? Also, dann mach ich noch etwas kurz dazu. Aber es wird wahrscheinlich jetzt abstürzen. Also, du kannst nochmals testen. Aber ich... Ja, ich werde kurz die... ein paar kurz beenden und melden wieder an. Also, ja. Es geht natürlich noch weiter, der Part. Aber die Aufnahme kurz beenden. Bis gleich. So. Jetzt dachte ich schon, ich hätte zwei Aufnahmen. Aber Fraps ist bei mir irgendwie mit Problemen behaftet, weiß ich es nicht, wegen 64-Bit oder so, keine Ahnung. Also jetzt haben wir hier das der Anfang. Zuerst, bevor ich die Völker noch kurz zeige, nochmals, einfach durchzeige, kurz, einfach einen Schnelldurchgang. Hier unten kann man wählen zwischen kurz und lang und ich werde vor allem das erste in kurz nehmen, weil sonst sind wir in 200 Jahren noch dran. Das ist so gigantisch groß, da muss man 40 Regionen und Völker töten. Also wenn man jetzt am Volk irgendwie hier ins letzte Abschnitt teilkommt, wo man nicht so gut hinkommt, dann braucht man extrem lang, bis man endlich dort ist und puh. Also in kurz, Bratstufe werde ich anhaben, aber sie wahrscheinlich nicht unbedingt vorlesen müssen oder erzählt mir alles, also es kommt wirklich sehr, sehr wenig, da könnt ihr auch anhaben. Hauptsache ihr wisst dann Bescheid, was alles so neu ist im Mod und ja. Und die Kampagne werde ich in leicht machen, am Anfang, im ersten. Und später mir schwer. Und die Schlacht weiß ich nicht, also mehr schwer werde ich wahrscheinlich die Schlacht nie machen. Am Anfang würde ich gerne im leicht machen, aber ja... Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel eine der Kampagnen, die ich schon ein bisschen angezockt habe, in Metal gemacht und da habe ich recht viele Probleme gehabt. Ich weiß nicht, also mal schauen. Aber es ist wirklich ein hartes Stück Pflaster, dieser Mod. Schlachtenzeitlimit werde ich anhaben. Zeitlimit werde ich anhaben, weil irgendwann mal eine Schlacht kommen wird, wo wir nicht gewinnen können und der Gegner auch nicht gewinnen kann, dann ist Pattsituation, das möchte ich vermeiden, dann aus. Also die Schlachten gehen genug lang noch. Alle Städte verwalten werde ich anhaben. Ich verwalte immer in jedem Total War die Städte alleine, weil es halt einfach viel besser geht. Und KI-Züge Zeiten werde ich anfangs anmachen, später, wenn ich mal das ausmachen kann, klar, kann man ausmachen, werde ich es dann wieder ausmachen.
So, und jetzt steht dann immer wieder die Full City, also Rom ist zum Beispiel moderat, also fordernd der Schwierigkeitsgrad. Dann gibt es zum Beispiel hier Challenging, die Mazedonier. Und Night Impossible, das ist fast unmöglich. Die Hayastan, Actria, Pontos. Also jetzt mal die Reihenfolge nach. Also die Römer sind moderate, also anfordernd. Die Karthager sind auch anfordernd, also fordernd einfach. Die Mazedonier sind challenging, also herausfordernd. Das ist schon ein bisschen mehr. Epiros sind challenging, auch herausfordernd. Die Griechen sind herausfordernd. Die Achäer, die haben ein gigantisches Reich, das möchte ich am Anfang am besten meinen. Also dieses Volk bitte nicht. Aber das werde ich sicher mal machen. Aber wenn ihr von überall Krieg habt, dann ist es gigantisch schwer. Und die haben auch Freri, also sehr herausfordernd. Die Ägypter, die sind herausfordernd. Die Baktrier sind herausfordernd. Die sind, ja, sind hier oben so ein bisschen angekesselt. Da ist nämlich alles Gebirg, also ihr könnt nur hier nach links gehen und dann hier runter und hier nach oben und hier rüber. Aber hier könnt ihr nicht hin. Da seid ihr ein bisschen kesselt. Und relativ wenig Hafengebiete, wo ihr recht gut Geld verdienen könnt, fehlt ihnen auch. Ja, die Hayastin dann, das sind so die Armenier. Die sind auch fast unmöglich. Pontus ist auch fast unmöglich. Okay. Und die haben eben keine Frage. Ich weiß es nicht, vielleicht sind sie auch viel zu teuer. So, und dann kommen die Palavier, das sind die Georgier. Sind sehr herausfordernd. Aedui sind die, wie kann man das so nennen? Einfach so Barbarenstämme in Mitteleuropa. Ja. Ja, Gallier natürlich, wenn es schon das gallische Zeichen ist. Aber ehrlich sage ich gerne, sind die Schweizer. Aber es ist nicht unbedingt in der Schweiz. Es ist eher neben der Schweiz, Frankreich. So, die Britannia. Ah ja, sind die challenging als challenging, ja. Und dann kommt Britannia ist very challenging. Also sehr herausfordernd. Ah, das sind die Portugiesen. Portugiesischen Barbaren, also die spanischen. Also auch sehr herausfordernd. Dann kommen die Deutschen, die Germanen, sind herausfordernd. Die Getai, das sind die, was kann man sagen, rumänischen Barbaren, ja, Barbaren sind sie, glaube ich. Dann kommen die, was ist da unten? Kuwaiter? Wahrscheinlich Kuwait ist da unten. Die sind challenging, also herausfordernd. Dann kommen die Russen. Die sind fast unmöglich. Ah, Sarumatae sind diese Mantier. Okay. Sehr herausfordernd. Also Russland. Wüsten, also so Steppen. Nein, Steppenvolk. Wüste ist ja nicht da oben. Dann kommen die was waren Rom 1 dort? Ja, was soll man sagen? Tunesier, Algerier, so ungefähr. Sind halt, ja, soll man sagen, bisschen herunter von den Karthager, bisschen in Bedrängnis, aber. Ja, sind auch sehr herausfordernd. Dann Pergamum, da hatte ich recht, die sind Westtürkei. Very challenging. Dann die Inder, die habe ich schon mal angespielt und sind herausfordernd.
So, sorry, das passiert manchmal bei dem Mod, wenn man zu viele Völker herumswitcht hier. Und ja, wir waren bei den. Nein, das ist Bosporus. Ah, da, die Grünen, ja, stimmt. Also hier waren wir. Hab ich immer schon kurz angespielt. Sind herausfordernd. Dann kommen die Lugiones. Sagen wir Polner dazu, polnische Barbaren. Challenging, also herausfordernd. Da kommt Bosporus, da habe ich ja recht gehabt. Das ist auch Bosporus. Diese kleine komische Insel im Schwarzen Meer. Challenging, also herausfordernd. Dann kommen die Arevaci, die Spanier. Die sprechen sich so aus. Arevaci, Arevaci, Spanische, Spanische. Die sind very challenging, sehr herausfordernd. Dann kommen die Boi, das sind die Österreicher bayerischen die bayerische Barbarenarmee, very challenging, sehr herausfordernd. Und dann kommen noch als letztes die armen, weiß nicht, Ägypter. Teil von Ägypten, Syrier, weiß nicht, was noch dort ist. Very challenging, auch sehr herausfordernd. Also ist jetzt der Mod halt sehr viele very challenging und night impossible Völker. Aber ja, wenn ihr gut seid, dann ist es wahrscheinlich auch kein Problem. Aber bei mir, ja, ich muss schauen. Also wir werden testweise eben mal gucken, was hier so abstimmt. Und wenn nichts kommt, macht es mir auch nichts aus. Dann mache ich halt einfach mal, beginne ich einfach mal. Und eben, wenn ihr einen anderen Mod auch wollt, dass ich ihn spiele. Ja, es ist einfach so, dass ich nicht so gerne viele Mods habe in einem Spiel. Aber natürlich werde ich dann immer wieder einen anderen Mod probieren. Kommt drauf an. Also wenn ihr wirklich einen super Mod habt, dann gerne. Aber Hauptaugenmerk ist jetzt auf diesen Mod, weil es einfach der größte, irgendwie der bekannteste ist. Und eben in einem anderen Zeitalter spielt als im Mittelalter. Also, Dankeschön, Leutchen. Und bis zum ersten Part. Danke fürs Schauen und ja, tschüss.